Hier ist Fahri Yardim. Fahri Yardim, hast gesehen, ich habe was gemacht. Wir haben was entwickelt. Wir haben was entwickelt, wie man sich begrüßen kann, Corona-konform und direkt anzeigen kann, wie man drauf ist. Das ist zum Beispiel gut. Und so ist so ein Mittel drauf und so kann man direkt anzeigen. Ja, und wenn der eine so und der andere. Ja, man muss da nicht noch extra fragen, wie es geht. Man sagt so und dann weiß der andere schon, was Sache ist. Ja. Ja. Du hast mich ganz süß anmoderiert. Ich bin noch ein bisschen berührt. Ja, das ist schön, ja. Wie geht's dir denn grundsätzlich? Bist du gut drauf? Ja, ich bin noch nicht so richtig da. Ja, du bist wie ein Schauspieler, musst du erst den Boden spüren. Ich muss erst den Boden spüren. Ich bin auch, das ist für mich ganz neu mit Menschen wieder. Ja, kommst du klar mit Menschen? Also ist es, ist das, ja, ist das in Ordnung? Es kommt drauf an, es kommt wirklich drauf an. Du hast ja mal gesagt zum Beispiel, was du oft machst, und das geht ja eigentlich nicht ohne Menschen, dass wenn du, und das finde ich eigentlich eine interessante Variante, mit sich selber umzugehen, wenn du irgendwas schaffen willst, wenn du dich selber besser machen willst, dann erzählst du das in der Öffentlichkeit, um den Druck auf dich selber zu erhöhen. Habe ich im Interview gesagt. Ja, genau. Und ja, ich hoffe, du machst das auch. Ist das tatsächlich so? Weil du hättest jetzt hier die Gelegenheit, vor ganz vielen Leuten, die du gar nicht kennst, praktisch irgendwie ein Versprechen abzugeben, was du dann machen musst. Ach so, den sozialen Druck auf mich, ne? Ja. Ah, also ich würde gern wieder Alkohol trinken. Ja. Also das wäre so das Nächste, was ich, also das ist jetzt raus. Dann mutig. Könnt ihr mich dran erinnern dann in 2-3 Wochen. Ja, okay, also ich glaube, das kriegst du hin. Was ich noch gedacht habe, jetzt, wo gerade wieder Jerks wieder läuft und so, ist natürlich in aller Munde, ist unglaublich wahnsinnig lustig. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann macht es bitte, es ist wirklich total gut. Aber wie oft kriegst du, und das sind ja so ein bisschen die Schattenseiten, die man da nicht sieht in der Serie, so, bist du so angequatscht von Leuten, so Freunde oder weitere entfernter Bekanntenkreis, die dir dann so ganz peinliche Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Und dann sagen, das müsst ihr auch in machen. In einer Tour. Und wie gehst du dann damit um? Ich hasse sie alle. Ich hasse sie einfach. Ich fange an, sie zu hassen und abzulehnen. Ich gehe nicht mehr in Telefonate, wo Freunde drauf sind. Also ich habe keine Freunde mehr. Ja. Keine Freunde, die mir Geschichten erzählen. Ey, was mir Neues passiert ist in der Umkleidekabine. Ist mir scheißegal. Ist das eigentlich für mich? Das für dich, ja. Das eingestaubte, habt ihr euch mal angeguckt, wie staubig wir hatten Sommerpause. Die Oberfläche ist? Das ist wie Schiff. Das steht da seit, wann haben wir aufgehört? Im Mai oder so. Irgendwann, ja. Ja, Leute, ich weiß noch nicht so genau, was mache ich, warum bin ich noch mal hier? Ich muss wirklich gerade noch mal klarkommen mit Showbusiness und so. 30 Jahre wart ihr jetzt Pause, ne? Wir waren 30 Jahre in der Pause und jetzt sind wir wieder da. Du hast eigentlich das Angenehme oder das Lehrreiche und so weiter mit dem Showbusiness verbunden. Du hast eigentlich irgendwie eine Show gemacht, aber trotzdem warst du so weit weg vom Showbusiness, wie man eigentlich nur sein kann. Ja. Du warst auf Safari, so heißt das Ganze auch. Ja, das ist nicht der Name, den habe ich mir nicht ausgedacht. Genau. Muss ich mir vorstellen, Safari. Ja. Was für ein Wortspiel. Ja. Was für ein knaller Wortspiel. Ja. Safari und dann mein Name. Aber nur so, damit die Leute... Safari. Verstehe ich, wegen Fari, ja. Genau. Ja, fantastisches Wortspiel. Schon witzig, aber ist die Sendung gut? Ja, also ich muss mal eine Lanze dafür brechen. Ich bin ja sonst echt ein selbstkritischer Typ. Aber ich war einfach ausgelaugt. Ich bin handysüchtig. Ist mir aufgefallen, ich bin handysüchtig. Ich bin wirklich handysüchtig. Ich gucke mir so eine Heiko-Videos den ganzen Tag an. Ja. Ich bin die ganze Zeit, wenn so eine kleine Traurigkeit in mir hochkommt oder so eine Langeweile, dann greife ich schnell zu diesem schwarzen Ding und guck mir irgendwelche Hunde an, die auf ihre Herrchen gewartet haben und alles Mögliche. Und ich bin... Damit du Gefühle kriegst? Kurz so ein Hochgefühl und ich hüpfe von Hochgefühl zu Hochgefühl und ich bin dabei total ausgebrannt und traurig, eigentlich tief traurig. Und das Einzige, was mich retten konnte, war die Natur. Und da habe ich gesagt, ich ziehe los und nehme ein paar Kameras mit und bin wirklich... Ich bin wieder so ein bisschen angekommen. Also nicht hier in deiner Sendung, noch überhaupt nicht. Ja. Merkt man vielleicht. Die Seele reißt langsam. Aber meine Seele ist da in dieser Baumecke. Die weiß man noch nicht. Wir dürfen es noch nicht zeigen. Ach, das darf man noch nicht zeigen. Das wisst ihr noch nicht. Aber da hinten, ich gucke auf den Baum. Da fühle ich mich Den haben wir auch hier reingestellt, damit du nicht wieder durchdrehst. Ja. Einfach, damit du immer, wenn du das Gefühl hast, da kocht was hoch, dann guck kurz zum Baum. Das ist wirklich gut. Ich würde ihn umarmen. Ich würde da auch noch was anderes reinstellen. Hast du noch schon?
Baum. Du hast all diese Dinge, Waldbaden und so weiter. Können wir gleich drüber reden. Wir haben einen kleinen, ein paar Bilder mal daraus. Es ist wirklich total interessant, was du da gefunden hast. Und ich finde es tatsächlich bei jemandem, den man so kennt wie dich, ich höre einfach besser hin. Wenn du mir was über die Natur erzählst, dann höre ich zu. Als wenn da schon wieder Reinhold Messner bei Lanz irgendwas erzählt. Ja, das ist langweilig. Schalt dir auf Durchzug. Ja, deswegen, guckt euch das mal an. Fari auf Safari. Ich muss Leute treffen, die Lust haben, mir mal zu zeigen, was man machen kann. Juhu! Warum stellst du dich als Mensch in den Dienst des Meeres? Ohne Wasser würde eigentlich nichts an lebender Substanz hervorgebracht werden. Kaugummi, oder was ist das? Nee, das ist auch ein Baumpilz. Sieht aus wie verfaulte Artischocken. Shitty, Kack! Echt gut. Ja. Voll gut. Und ist das dann so, dass man da... Schaffst du es? Also erstmal, wo kann man das überhaupt gucken? Sky Nature, neuer Kanal bei Sky. Ganz, die widmen sich jetzt den ganz großen Bildern und den ganz großen Jungs. Ja, und kann, Mädels kannst du da was mitnehmen? Also ist das dann wirklich so, dass du so ein bisschen was gelernt hast dann? Also ich habe extrem viel gelernt und es war wirklich so, dass ich so ein bisschen tölpelhafter reingegangen bin und halt eben nicht so Hannes Jennecke-mäßig so vorinformiert und so, sondern ich wollte einfach mit dem Bauch in die Natur. Ich hatte so hast du Hannes Jennecke jetzt vorgeworfen, dass er sich praktisch vorbereitet hat auf eine Reise? Nein, das habe ich wirklich nicht. Ich mag Hannes Jennecke, alles, was er macht, total gerne. Aber ich war einfach anders. Ich wollte einfach los, ich wollte einfach wieder in Matsch rein und so und Regenwürmer einen guten Tag sagen. Ich wollte mich wieder so anbinden mit Natur und ich glaube, das ist ganz schön. Man kann so ganz gut mitgehen. So, das ist auch ein Antiprogramm zu Jerks, muss man sagen. Ja, das ist vielleicht für dich auch ganz gut. Für mich, glaube ich, auch ein guter Ausgleich, wenn du in so vielen Abgründen unterwegs bist und irgendwie wirklich, also nur Pimmel, in dein Pimmel die ganze Zeit im Kopf, ja, die ganze Zeit deinen eigenen Pimmel im Kopf. Dann ist es einfach wichtig, wenn du dann mal auch die Scheide in dir entdeckst zum Beispiel oder so. Das ist Sachen, die würde ich jetzt auf ein Küchentuch sticken und meiner Mutter schenken. Ja. Einfach, damit man das in die Küche hängt und einfach mal drüber nachdenkt. Ich meine das aber im schönsten Sinne. Ich habe nämlich total viele weibliche Anteile. Und ich bin so, ich glaube, es ist ein echt schönes Abendprogramm. Also ich würde mich total freuen, wenn die 3-4 Leute von euch dann hinbekommen, da mal rüber zu switchen. Ich kann das auch nur sehr empfehlen. Also es ist tatsächlich gut. Und was ich gerade gesagt habe, das meine ich wirklich so. Wenn du eine Erfahrung machst, dann schaue ich da gerne bei zu. Süß. Ob sie nun ganz schlimm ist, wie bei Jerks, finde ich, gucke ich auch zu. Aber eben auch schöne Sachen finde ich genauso interessant, dir dabei zuzuschauen.